Ich muss sagen, als ich von dieser Nomination von David Scherer gehört habe, das hat mich irrsinnig gefreut. Ich kenne den David ja schon länger und als wir das letzte Mal zum Beispiel abgemacht haben, er hat nicht so lange Zeit gehabt, er hat nachher noch ein Meeting gehabt mit dem Thomas Jordan von der Nationalbank. Der hat in dieser Viertelstunde, wo wir miteinander geschwätzt haben, zuerst jemand von Herzogenthümer angerufen, der etwas hat wollen von ihm, und 10 Minuten später der Roger Federer. Ich meine, das ist wahnsinnig. Und er ist total auf dem Boden geblieben. Er ist überhaupt kein Bluffer. Ich meine, da gibt es in dieser Branche viel, das muss ich euch nicht erzählen. Und wir können total von Glück reden, dass uns der David, das Werber, erhalten geblieben ist. Und ja, ich finde, Werber des Jahres, das hat er also mehr als verdient. Wir sollten den David wählen. Und zwar, weil er der höflichste Mann ist, den ich je getroffen habe. Und gleichzeitig der Mann, der am unverschämtesten denkt. David Scherer hat perfekte Manieren und kriminelle Energie. Ich werfe meinen Stein für David. Natürlich wähle ich den David. Die Gründe dafür sind klar. Er ist der Beste, aber nicht nur das. Er ist der Geilste und auch der Schönste. Zum einen ist es ganz ein kreativer Mensch, einer der kreativsten, den ich kenne. Er macht exzellente Arbeit, ist ein super Chef, der Beste und ein grandioser Familienvater. Alles in allem einfach ein geiler Sieg und ich glaube, das ist genug Grund, um ihm meine Stimme zu geben. Der David Scherer ist ein genialer Werber, weil er glaubwürdig ist. Und glaubwürdig ist er, weil er Überzeugungen hat und Gesellschaft kennt. Und das spürt man. Er ist mir immer als Spin-Doktor vorkommen, der im Hintergrund Fäden zieht und absolut genau weiss, wie das funktioniert, aber sich selber immer auch im Hintergrund behält und immer das Produkt ins Zentrum stellt. Meine Stimme geht an Scherer. Beste Werbung vom Jahr, mit riesengeilen Ideen, haben wir zwar noch nie eine leisten können und stimmen ab für ihn. Ciao zusammen. Daumen Uni für den David Scherer. Yes.